Du Bastard! Du Drecksschwanz! Fick dich, du Schwanzlutscher! In den Arsch! Hurensohn! Ich bring dich um! Kapiert? Ich reiß dir den Schwanz ab und schlag dich damit tot! Du bist zu früh dran. Dein Termin ist erst morgen. Thank you.
Ist riesig, hat Flügel und speit Feuer. Kondor. Speit der Feuer? Weiß nicht genau. Was war das? Herein, Meister Geralt. Gestatte mir, dich mit der Baronin Lavalette bekannt zu machen, Mutter der königlichen Kinder, die derzeit den Tod ihres Ältesten betrauert. Herrin. Doch nun muss das Geschlecht Lavalette nicht mehr leiden und kann in eine hellere Zukunft blicken, unter dem Schutz des Nilfgaardischen Imperiums. Hast du meinen Sohn Arjan getötet? Herrin, ich habe bei diesem Angriff viele getötet, nicht nur deinen Sohn. Krieg bedeutet Opfer. Vielleicht denkst du daran, ehe du den nächsten beginnst. Hab Mitleid, Meister Geralt. Die Baronin braucht Hilfe, sie ist schon verstört genug.
Vertaner Atem, Gesandter. Hexer haben keine Gefühle. Und die Wahrheit kann einen aus dem Schlummer der Selbsttäuschung reißen, besonders wenn sie bitter ist. Ich habe es nicht anders verdient. Herrin, ich an deiner Stelle würde dem Gesandten nicht trauen. Meister Geralt, seien wir doch bitte ernsthaft. Er soll sprechen, ich will es hören. Ich kannte deinen Sohn nicht, aber ich weiß, dass er den Imperator als Feind betrachtete. Foltest ebenfalls. Du weißt nicht, was sich im Land ereignet und wozu Kimbold, Maravell und ihre Schergen fähig sind. Ich bin den Kindern von Foltest und ihrer Sicherheit verpflichtet. Ein Pakt mit Nilfgaard ist ein Pakt mit dem Teufel, das ist wahr, aber mir bleibt keine Wahl. Kannst du denn von dir behaupten, den König wirklich gekannt zu haben? Gut genug, um zu wissen, was ich sage. Wirklich? Wenn dem so ist, was war er für ein Mensch? Ich will deine Meinung hören. Er hat über Späße gelacht, Bessergestellten ihre Privilegien geneidet, Stärkere gefürchtet, Schwächere verachtet und die, die er hasste, getötet. Leuten, die er liebte, hat er Ballisten geschenkt. Er war ein Mann wie jeder andere, abgesehen davon, dass er als König geboren wurde. In der Tat, ein gekröntes Wildschwein. Aber Herrin... Das war der einzig passende Grabspruch für ihn. Wenn erst die Poeten loslegen, bleibt vom wahren Foltest nichts übrig. Herrin, wir werden deine Memoiren schreiben. Dies soll meine Mission sein. Wir brauchen nur den richtigen Künstler. Später, Gesandter. Alles zu seiner Zeit. Der Gesandte zweifelt an deiner Schuld. Ich glaube auch nicht, dass du den König getötet hast. Gesandter, hilf dem Hexer aus der Burg zu fliehen. Dies ist mein Wunsch. Aber Herrin, das wäre nach meinem Dafürhalten ein unwägbares Risiko. Und dann ist da noch die Sache mit deinem Sohn. Der hat sein Schicksal selbst gewählt und ist auf eine Art von uns gegangen, die eines Lavalette würdig ist. Wie soll ich dir glauben, dass du mich vor den Schlangen Kimbold und Maravell beschützen kannst, wenn du schon vor ein paar Kerkerwachen einknickst? Herrin, ich will tun, was in meiner Macht steht. Gib mir einen Augenblick, Hexer, und dann geh zum Haupttor. Soldat, noch ein Wort und du wirst dich für Verrat verantworten müssen. Los jetzt, in den Kerker. Halt! Verflixt, bist du das, Hexer? Man behauptet, du seist der Königsmörder. Bin ich nicht. Und ich werde es beweisen. Das glaub ich dir sogar. Freut mich zu hören. Wär nicht schön gewesen, dich jetzt umbringen zu müssen. Haben alle Haudegen die Schlacht überlebt? Ja, sie saufen sich schon seit 2 Tagen dumm und doof deswegen. Ich finde, ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Wir sind in der Schlacht eingekesselt worden. Du weißt sicher, wie das ist, wenn man Ritter zusammenfercht. Nirgendwo kann man hin. Von hinten wird geschoben, vorne geht's nicht weiter und von oben schlagen die Hellebarden drein. Hätte ich keine Rüstung getragen, wäre ich zerquetscht worden. Und ich habe rund 12 gute Schläge auf den Helm kassiert. Mir klingeln zwar noch die Ohren und ich kotze auch dann und wann, aber immerhin bin ich am Leben. Gehirnerschütterung geht vorbei. Warst du mit den Haudegen auf Patrouille, als sie den Scoia'tael in die Falle gegangen sind? Ja,
Häcksler hat gesagt, diese Einheit wäre ziemlich bösartig gewesen. Ist dir was Besonderes aufgefallen an ihnen? Hatten sie irgendwelche Abzeichen oder sowas? Tja, sie hatten Masken aus dem Stoff von Uniformen der Spezialeinheiten. Und sie schrien Jorvet oder so ähnlich. Woher kam der Drache? Keine Ahnung, aber er hat uns die Ärsche gerettet. Die Elfen hörten mit der Schießerei auf, sobald sie ihn sahen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir abgezischt wie vom Teufel persönlich. Nimm das hier. Häcksler hat gesagt, ich soll mehr lernen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Werde wohl nie ein großer Drachenjäger, schätze ich. Aber dir könnte es nützen. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Der Damm wird bewacht. Da kannst du dich nicht durchschleichen. Kannst du sie ablenken? Ich versuch's. Aber denk daran, vergiss mich, wenn's zum Kampf kommt. Vielleicht sind wir dann sogar Feinde. Das hoffe ich nicht. Geh. Gib mir ein paar Augenblicke. Geralt, hier drüben! Hier entkommt er nicht! Gut, zurück auf die Posten. Kleine, du bleibst hier. Wenn was ist, schlägst du Alarm. Grüß dich. Verschwinde! Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schicksal des Königsmörders. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssten. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Natalis kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Natalis ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut.
Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar!